Déjà-vu am Dalle. Am Samstag gastiert auf dem Dallenberg der Tabellenführer 1. FC Magdeburg. Und Moment mal, da war doch was. Genau, im Hinspiel siegten die Kickers beim Top-Aufstiegsfavoriten FCM mit 2:1. Ob die Sache dadurch einfacher wird, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ja, man weiß, man hat das schon mal bestehen können in der Situation. Und das wird sicherlich in allen Punkten mit reinfließen, ja. Übrigens, Robert Hermanns Traumtor aus dem letzten September zum zwischenzeitlichen 2:0 wurde in einer Online-Abstimmung vor kurzem erst zum Kickers-Tor des Jahres 2021 gewählt. Und wer weiß, vielleicht macht's Hermi, der am Sonntag auch gegen Havelse traf, gegen Magdeburg gern noch einmal. Klar, das habe ich nicht vergessen, aber ich gucke jetzt weniger auf mich, sondern wir müssen versuchen, als Mannschaft einen guten Plan uns zu arbeiten. An dem tüftelt Trainer Ralf Santelli. Schließlich werden die Würzburger, bei denen Peter Kurzweg nach seiner Sperre wieder spielberechtigt ist, einen Sahnetag brauchen, um Magdeburg erneut zu ärgern. Also sie haben eine gute Mischung mit einem ruhigen Spielaufbau und dann aber auch wieder mit einer Rotation von den einzelnen Personen auf den Positionen, immer in Bewegung zu sein, immer wieder Lücken aufzureißen, ja, und dadurch die Bälle auch schnell durchzubringen in einem schnellen Passspiel. Und wenn das nicht ganz gelingen sollte, ja, dann haben sie einfach unheimlich viel Qualität, auch im 1 gegen 1. Unterstützung erhoffen sich die Kickers von ihren Fans. Rund 6.500 sind zugelassen, darunter 655 aus Magdeburg. Es dürfte also mal wieder richtig laut und stimmungsvoll werden am Dalle. Speziell bei unseren Fans, die wir hier haben, ja, können wir uns, glaube ich, gegenseitig bereichern. Das liegt auch ein Stück weit an uns, ja, die Fans zu begeistern, ja, indem wir und die Art und Weise, wie wir auf dem Platz sind, und im Umkehrschluss, dass die Fans auch uns mal in der Dürreperiode mitnehmen und uns da wieder befeuern. Ich glaube, so können wir uns gegenseitig hochschaukeln. Insgesamt ist die Bilanz nach 7 Duellen ausgeglichen. Diese Saison freilich verläuft völlig konträr. Magdeburg hat erst 4 Spiele verloren, die Kickers erst 4 gewonnen. Und trotzdem hoffen und glauben Santelli und seine Jungs an die nächste fette Fußballüberraschung, eben auf ein Déjà-vu.